KinoCast. Soweit Stadler? Ja. Si, Senorita. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier, neue KinoCast-Ausgabe. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder diese Bar. Hallo Kate. Hola. Hallo Chris. Hallo Erik, hallo. Alles klar? Habt ihr irgendwelche spanischen Sachen geguckt oder was? Nein, wir haben Paella gegessen. Ah. Nein, auch das stimmt nicht. Das ist ich habe so viel Formel 1 Pressekonferenz geguckt. Völlig abgefärbt an. Formel 1 ist doch in Miami. Welcome ja, to Miami. Aber trotzdem war Miami. Komplett spanisch sprechende Pressekonferenz. Ah, okay. Ja, Miami wäre auch mal wieder schön. Mal schauen. Aber wir haben erstmal ein paar Filme mitgebracht. Davon spielt, lass mal kurz gucken, keiner in Miami. Oh. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Sisu, hat nichts mit Zinedine Zidane zu tun, sondern mit einem mit einem Typen aus Finnland, was glaube ich. Ja, Finnland. In der Zeit des, ja, des Ende des Zweiten Weltkrieges, der Besatzung. Ja, erzählen wir euch dann, worum es da geht. Dann im Heimkino. Eine Empfehlung vom Chris, A Good Person, der neue Film von Zach Braff, der ja zum Beispiel Garden State gemacht hat oder Wish You Were Here, den man JD. Vielleicht als Schauspieler kennt aus Scrubs. Und ja, den hatte der Chris auf Twitter empfohlen. Ich wusste gar nicht, dass der Film verfügbar ist, aber offensichtlich gibt es den schon auf Sky und habe ich den auch geguckt. Ist ja tatsächlich eine Sky-Produktion, ne? Ja, wusste ich auch nicht, dass da. Aber der hatte ja gesagt bei diesem Wish You Were Here, dass dieses ganze Crowdfunding-Ding lief zwar gut, aber den hat es ein bisschen genervt, weil er immer wieder die Crowd bedienen musste mit Infos und mit Zeug und so weiter. Ja, da finde das wahrscheinlich besser, jemand anders finanziert das. Ja, ich habe noch einen Film geschaut mit Tom Hanks, Ein Mann namens Otto, und die aufmerksamen Zuhörer werden sich erinnern, wir hatten in der Sneak Preview mal den Film Ein Mann namens Ove, und das ist quasi die US-Version davon. Schauen wir doch mal, ob die US-Version das erfüllen konnte, was das skandinavische Original versprochen hat, denn den fanden wir ja auch ganz gut. Und es gibt noch eine Serie, also nicht Sisu, sondern Silo auf Apple TV Plus. Oh, wow. Bin ich gespannt, worum es da geht. Ich habe schon das Teaser-Bild mal gesehen. Ja, starten wir doch mal rein. Chris, Sisu. Da lief mal im Kino, in den Innenstadtkinos, der Trailer auf der großen Leinwand, hätte ich fast gesagt, aber es sind so mehrere Screens, die da so zusammengeschaltet sind, wenn man hochgeht. Und da sah schon ziemlich geil aus. Also im Trailer hat man gesehen, dass ein so ein total kaputter Typ gegen irgendwelche Nazis da kämpft mit irrwitzigen Mitteln. Und der Film lief auch im Fantasy Filmfest, ist da wohl sehr positiv auch aufgenommen worden. Und den hatten wir nun in der Sneak Preview. Fängt so ein bisschen an, wirkt so von der Art, wie es aufgenommen ist, so als wäre der Regisseur doch durchaus ein Tarantino-Fan. sowohl von der Schriftart, von der Art, von wie es gedreht ist, von der Optik her. Und wir sehen am Anfang einen, der redet nicht viel, ein wortkarger älterer Mann, der Gold schürfen geht. Und das ist auch so wie bei Tarantino so in so Chapter eingeteilt, der Film. Und ich glaube, das erste Chapter heißt auch irgendwie Gold oder so, wenn ich mich recht erinnere. Geht es halt darum, dass der da erst so Gold. Die Goldader oder irgendwie sowas, ja. Dass der an so einem Fluss erstmal mit so einem, ja, wie man das halt so kennt aus anderen Filmen, mit so einer Schüssel da guckt, dass er irgendwelche Goldnuggets findet. Und er findet dann tatsächlich was und fängt dann an, daneben in der Wiese daneben, fängt dann an zu graben und findet dann tatsächlich auch eine Goldader. Und hackt die dann halt komplett auf. Und was wir vorher noch erfahren haben in so einer Art Texttafel, dass sich der Zweite Weltkrieg in den letzten Zügen befindet und die Nazis hinterlassen gemäß ihrer Anweisung verbrannte Erde. Das heißt, die ziehen sich zurück und wollen sich nach Norwegen irgendwie zurückziehen, wo sie noch irgendwie einen besseren Stand haben. Und von der einen Seite rückt die Rote Armee vor, von der anderen Seite, da rücken halt die Nazis ab und dazwischen ist halt die Zivilbevölkerung und alles ganz schlimm und wir sehen dann halt diesen Goldschürfer und der packt sich dann die Satteltaschen von seinem Pferd voll und reitet los und trifft auf seinem Weg
ein Trupp bestehend aus so einem Mannschaftstransporter, einem Panzer und noch so einem anderen LKW, wohin irgendwelche Frauengeiseln draufgeladen sind, und wird dann so, reitet fast in Zeitlupe an denen vorbei, und die wollen ihn irgendwie erschießen, aber lassen es dann doch sein, und er reitet weiter und sagen dann schon so sinngemäß, diese Nazis sagen dann so, ja, der wird eh gleich oder bald erwischt werden. Und wir sehen dann auch warum, nämlich es gibt dann so eine Art Straßensperre, und von denen wird er dann aufgegriffen und durchsucht, und ja, und er kann sich aber recht heftig wehren, und wir erfahren dann im Laufe der Geschichte, dass er wohl doch nicht einfach nur so ein Anführungszeichen alter Mann ist, sondern der hat schon so eine Vorgeschichte. Er ist mehr oder weniger ein Kriegsheld. Der hat alleine irgendwie einen ganzen Trupp Russen aufgemischt, und bei denen hat er auch so einen Spitznamen bekommen. Und jetzt ist er da nun, wollte sich eigentlich zurückziehen aus den Kampfhandlungen und ein friedliches Leben führen, aber die Nazis machen ihm da einen Strich durch die Rechnung. Und so fightet er sich dann so seinen Weg da durch, und die Truppe, die ich am Anfang erwähnt hatte mit diesem Panzer, die hören dann diese Schüsse von der Patrouille, von der Straßensperre, und kehren dann halt um und suchen ihn und machen ihn dann auch irgendwie ausfindig, aber die haben halt die Rechnung ohne ihn gemacht, und so ist es dann, trifft es halt immer wieder, treffen die halt immer wieder aufeinander, und hat teilweise auch manchmal so Anlehnungen an Indiana Jones, wenn dann irgendwie so ein LKW fährt und dann wird das, der Fahrer von oben, wird die Tür aufgemacht und wird rausgezerrt und jemand anders steigt ein und so. Ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht, fand ich. Ein paar fanden es irgendwie nicht so gut, wie immer, aber ich hatte schon echt Laune bei dem Film. Ja, ist schon relativ viel rohe Gewalt, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist halt so comichaft überzeichnete Gewalt. Ja, das ist halt wieder, also es ist schon ziemlich überzeichnet, es ist teilweise ja einfach herrlich gemacht, weil der Typ einfach auch nicht kaputt zu kriegen ist, und es, ja, was will man groß sagen, du hast alles schon erzählt, es ist wirklich, wenn man sich drauf einlässt, durchaus ein Spaß. Ich meine, es ist immer schön, wenn Nazis abgeschlachtet werden, und also eigentlich ist es nicht schön, dass man Menschen abschlachtet, lass es mich so ausdrücken, es ist nicht schön, wenn man Menschen abschlachtet, aber wenn man halt eigentlich keine politische Gesinnung hat oder so verloren. Die sind ja böse. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es Nazis sind. Das sind einfach Arschlöcher. Ja, genau. Das zeigt sich ja dann, wie sie mit ihm umgehen und alles. Hm. Ja, genau. Und dementsprechend, ja, es ist schon einfach mal was anderes gewesen. Ich fand den auch von der Länge her mit seinen bisschen mehr wie 90 Minuten, fand ich echt gut. Also das war super knackig. Das ging super gut rum. Und schön eingeteilt in die Kapitel, hat er auch so ein bisschen was Westernhaftiges. Für mich eine runde Sache eigentlich. Der hat echt Laune gemacht und ist jetzt nicht für jeden was. Also ich würde ihn jetzt nicht als Date-Movie benutzen, aber man kann den schon anschauen. Ob man dazu ins Kino muss, weiß ich aber nicht. So eine Art finnischer Rambo. Genau. Irgendwie. Also hat trotzdem, ich weiß zwar nicht ganz, warum der am Fantasy-Filmfest läuft, weil sowas Übernatürliches oder sowas hat er jetzt da gar nicht. Obwohl der natürlich, wie du schon sagtest, nicht tot zu kriegen ist irgendwie. Der wird verletzt, aber der heilt sich halt immer selber irgendwie und näht sich die Wunden und holt sich selber irgendwelche Kugeln raus und irgendwie ganz irrwitzige Dinger da. Ja, gut, es gab eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt doch ein bisschen sehr übernatürlich, wo man denkt, er ist wirklich tot jetzt, und dann ist er doch nicht tot. Du weißt, was ich meine, denke ich. Ja. Ja. Weiß ich. Ein niedlicher Hund ist auch dabei. Ja. Der überlebt auch, das kann man, glaube ich, sagen. Ist es so? Ah ja, doch, stimmt. Stimmt. Das ist eine sehr wichtige Information. Aber viel, viel Spaß in dem Film. Also da, ich weiß nicht, das ist bestimmt FSK 18 oder so, aber sowas so im Autokino kann man das echt cool gucken. Und überhaupt, wenn der in irgendeiner Sneak läuft, ich glaube, da haben die Leute auch viel Spaß damit. Obwohl bei uns, warte mal, wie war da die Wertung? Ja, jemand hat mittelmäßig gegeben. Haben noch gar nicht so viel abgestimmt, obwohl es war eigentlich gut besucht, ne? Komisch. Ja, aber... Hat sogar jemand 10 Punkte, 2 Leute, glaube ich, 10 Punkte gegeben. Und ich liege bei 8. Und ich habe einen Daumen nach oben. Ich empfehle diesen Film weiter. Daumen nach oben gibt es auch von mir, aber ich bin bei 7 von 10 Punkten. Das ist ja auch mehr als okay.
Also gerade für eine Sneak Preview auch schlanke paar 90 Minuten, top. Also nicht irgend so ein ewig langes Drama oder so, sondern ein Top-Sneak-Film eigentlich. Viel Spaß. Absolut. Gute Laune, geile Bilder. Wie gesagt, deutliche Tarantino-Anlehnen, aber auch Indiana Jones-Anlehnen und von allem ein bisschen was dabei, aber nicht schlecht abgekupfert oder so, sondern hatte schon so seinen eigenen Stil. Jo, wie lautet denn der Tipp für die morgige Sneak-Preview? Und sind da schon Hinweise eingegangen? Taktvoll ins Glück soll uns diesmal als kleiner Tipp gegeben worden sein für die Sneak. Es gibt zwei Tipps. Einmal die Rumba-Therapie hat der Martin getippt. Und der war ja zuletzt nicht schlecht in seinen Tipps, also von daher. Und der Erik hat noch in den Ring geworfen Orphea in Love. Hat beides was mit Musik zu tun. Schauen wir mal. Taktvoll ins Glück kann ja alles Mögliche sein. Könnte beides passen, so von den Storys her. Mal schauen. Schauen wir mal. Und was wir auch schauen, was so in den Charts drin ist und wie die Neustarts aussehen. Kinocharts und Neustarts. Greifen momentan mal noch auf Box Office Mojo zurück für Deutschland. Aber vielleicht kriegen wir demnächst wieder die Original Stuttgarter Innenstadtkinos Charts. Ich habe da schon so eine harte Verhandlungen hier, ne? Ja, ja. Also, nee, eher umgekehrt. Sie wollen es eigentlich sehr viel bereitstellen. Das brauche ich gar nicht so kompliziert. Du hast ja gesehen, ne? Also ja. Weil es ist wohl gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Weil zum Beispiel Super Mario, der läuft ja in 3 oder 4 verschiedenen Versionen. Der läuft ja in OV und OV 3D, in Normal und Normal, also Normal auf Deutsch und Normal 3D und was nicht alles. Und das hat alles eigene Positionen in der Verkaufszahlenliste. Und ja, man hat uns da mal die komplette Liste geschickt. Das brauchen wir gar nicht so. Also ja, mal schauen. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Auf jeden Fall hier bei Box Office Mojo geht's los. Platz 5, neu eingestiegen. The Whale, Oscar prämiert The Whale. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 letzte Woche die 3, Manta Manta, 2. Teil. Platz 3, letzte Woche die 2, John Wick, Chapter 4. Auf Platz Nummer 2 haben wir einen weiteren Neueinsteiger mit Evil Dead Rise. Habe ich Gutes gehört davon. Hast du. Ja, habe ich. Und Platz 1 immer noch in 3 verschiedenen Versionen in den Stuttgarter Innenstadtkinos, ebenfalls Platz 1. Also teilen sich Platz 1, 2 und 3 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Der Super Mario Bros. Movie, jawohl. Und wer den noch nicht gesehen hat, geht da unbedingt mal rein. Ich möchte aber prognostizieren, dass wir nächste Woche eine neue Nummer 1 haben. Wegen Guardians, oder? Ja. Ah, täusch dich mal nicht. Eltern mit Kindern, das sind einfach mal mindestens 2 Tickets, die da verkauft werden. Oh, ich habe da übrigens einen Fun-Fact zu. Also, naja, nicht ganz so Fun-Fact. Ich stolper immer mehr über Memes von Menschen, die das so nachspielen, wie sie ins Kino gehen, und zwar in Guardians of the Galaxy 3, und zwar mega hyped reingehen und weinend rauskommen. Also irgendwas passiert in diesem Film. Weinend vor Freude, oder? Nee, es muss wohl irgendwas Schlimmes sein. Oh nein. Die sind, also es tauchen immer mehr solche Memes auf von Leuten, die das schon scheinbar gesehen haben. Nein. Ja, müssen wir doch mal gucken. Hilft da nichts. Ich bin gespannt. Es macht einen irgendwie noch interessierter. Also mich zumindest. Gehen wir morgen nicht in das Sneak, gehen wir lieber in den. Oder so. Ja, viel Spaß. Aber es läuft neu an, gucken wir doch mal. Ach so, deswegen sagt der Chris neue Nummer 1. Es startet nämlich Sisu. Start 11.05. Finnischer Kriegsfilm über einen einsamen Ex-Kommandant in Nordfinnland, der von deutschen SS-Soldaten beraubt wird und alles gibt, um sein Gold zurückzubekommen. Okay, so kann man es auch zusammenfassen. Ja. Man kann auch sagen, Nazis auf die Fresse. Ja, oder das. Es startet auch Book Club 2 oder Book Club 2, ein neues Kapitel. 2. Teil der US-Komödie mit Jane Fonda und Diane Keaton, in der ein gemeinsamer Italienurlaub der 4 Lesefreundinnen aus dem Ruder zu laufen droht. Kennt von euch jemand den ersten Teil? Nö. Ich auch nicht. Tatsächlich sagt mir der erste Teil auch aber irgendwie was von der Besetzung her. Ich habe, glaube ich, mal gesehen, der lief mal auf Sky irgendwann. Deswegen dachte ich, vielleicht hatten von euch jemand mal gesehen. Dann
was ich in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß nicht, ob es beim Basti war oder so, irgendwo habe ich erfahren, dass bei Disney laufen jetzt diverse Lizenzen aus für, du kannst ja bestimmte Marken und bestimmte Sachen für eine gewisse Zeit sichern, zum Beispiel die erste Mickey Maus läuft jetzt aus, die allererste Form, die wurde ja mehrmals überarbeitet, also das heißt die, die damals in Schwarz-Weiß auf dem Schiff stand oder so, die kannst du dann demnächst verwenden und auch Winnie Pooh ist jetzt ausgelaufen, deswegen gibt es jetzt einen Film, der außerhalb des Disney-Franchises ist und die können nichts dagegen tun, nämlich Winnie the Pooh Blood and Honey, ein Horrorfilm mit Winnie Pooh, Ferkel und den anderen tierischen Freunden, die dem inzwischen erwachsenen Christopher Robin zurückgelassen werden und sich mit blutrünstigen Massakern an den Menschen rächen. Also das ist ja auch ein richtig geiler Sneak-Film, aber der passt leider nicht mit dem Takt voll ins Glück. Och, kommt drauf an, ne? Dann haben wir die Krieger des Zodiac. Live-Action-Anime-Verfilmung über den straßenweisen Saya, der ein Ritter des Zodiac werden muss, um die Kriegsgöttin und das Schicksal der gesamten Menschheit zu retten. Okay. Bo is Afraid, Horrorkomödie von Ari Aster. Oh, da erinnern wir uns an Midsommernacht, oder? Ja. Wie ist das? Nee, Midsommer, ja. Mit Joaquin Phoenix als der von Angstzuständen geplagte Bo, dem sich auf dem Weg zu seiner Mutter eine Welt voller böser Mächte offenbart. Obwohl Hereditary fand ich es super, aber das Midsommar, boah. Und auch wieder 180 Minuten, ey, boah. Hoffentlich ja, ein Glück, dass der Kelch in der Sneak erstmal an uns vorbei ist. Abwarten. Ja, taktvoll ins Glück passt da nicht. Ja. Abwarten. Living, einmal wirklich leben, den hatten wir in der Sneak. Englische Adaption des japanischen Dramas Ikiru mit Bill Nighy, der als alternder Beamter in London der Nachkriegszeit nach einem größeren Sinn in seinem Dasein sucht. Den können wir uneingeschränkt empfehlen. Ja, einfach mal die vorhergehende Folge hören. So, Adios, Buenos Aires und der Tango. Mensch, das wäre was für euch gewesen mit eurem ja, spanischen. Ach nee, die sprechen in Portugiesisch, oder? Weiß gar nicht. Argentinisches Drama über einen ehemaligen Tango-Star, der von einem Tango-Orchester im Altersheim ausfindig gemacht wird und als ihr neuer Sänger rekrutiert wird. Aha. Was war der Sneak-Tipp? Das könnte auch passen. Taktvoll, ne? Ins Glück. Könnte auch sein. 93 Minuten, ja, würde ich nehmen, 93 Minuten. Ja. Ja. Es startet noch Askin Sati, 1903, eine Komödie, türkische Komödie über beleidigt, Fußball. Oder was? Ja, Fußball im Bezirk und Verein Besiktas und die große Liebe. Oh, das muss ich meinem Kollegen empfehlen. Der ist totaler Besiktas-Fan. Okay, mal sehen, ob der bei uns läuft. Die Geschichte vom Holzfäller, lebt denn der noch? Schwarzhumoriges finnisches Drama, okay, dann lieber den anderen finnischen Film. Über einen gutmütigen Holzfäller, der an eine bessere Zukunft glaubt, obwohl ihm nichts wirklich dazu anders gibt. Nee, dann lieber den grimmigen finnischen Goldsucher, der sich an Nazis rächt, als die Geschichte vom Holzfäller. Ja, dann haben wir Das ist Sparta, also ohne Das ist, sondern nur Sparta. Ulrich Seidels Begleitfilm zu Rimini über einen Mann in Rumänien, der mit Kindern eine kleine Trutzburg errichtet und sich einer lange verdrängten Wahrheit stellen muss. Unser Fluss, unser Himmel. Ein Drama über eine bewegte Zeit in Bagdad zum Ende des Jahres 2006 und die Ereignisse, welche zur plötzlichen Hinrichtung von Saddam Hussein führten. Okay. Okay. Naja. Und aber das, was dann noch kommt, hier finde ich großartig. Bildungsgang. Der Film. Ja. Bei Filmstadt, ach doch, Filmstadt steht da auch drin. Ja. Ist doch eigentlich Pflicht hier für dich, oder? Also ein Doku. Ist eine Doku. Ja. Bildungsgang, der Film. Der Film. Nachsitzen. Bildungsgang, die Serie. Nachsitzen, Bildungsgang, der Film. Die Kleidung. Ja. Ja, ist ja für jeden was dabei, ne? Einen Neustart möchte ich noch gern nennen. Den gibt es jetzt neu auf Netflix. Ein Film, den ihr beide nicht in der Sneak gesehen habt, den ich aber in der Sneak gesehen habe, der heißt Und morgen die ganze Welt. Und das war dieser Film über diese, sag mal, fast Kommune, die dann so diverse Aktionen planen und die junge Frau, die dann dort mit reinrutscht und so weiter. Echt cooler Film. Gibt's jetzt auf Netflix. Seit gestern. Und morgen die ganze Welt. Sehr empfehlenswert. Ach, ich sehe gerade, die ganzen
Eberhofer-Krimis gibt es jetzt auch auf Netflix. Leberkäse-Junkie, Kaiserschmarrn-Darm, Riesennockel-Affäre, Dampfnudel-Blues, Sauerkraut-Kummer. Okay, da kann man ja fast mal eine Session machen hier. Okay, was haben wir denn noch so Schönes im Angebot? Die Charts hatten wir, die Neustarts hatten wir. Dann sind wir ja schon im Bereich Heimkino. Heimkino. So, Chris, wie bist du denn auf den Film jetzt, wie hast du den denn entdeckt? A Good Person. A Good Person. Naja, ich folge Zach Braff auf Twitter und da ging es schon eine ganze Weile rum. Und als dann der rauskam und die ersten Screenings kamen, bin ich über sehr viele sehr positive Meinungen gestolpert und habe dann gehofft, dass wir den in Deutschland auch relativ zeitnah irgendwie kriegen oder irgendwie sehen können. Und glücklicherweise ist es eine Sky-Produktion und dementsprechend lief der jetzt auch bei Sky oder läuft jetzt bei Sky seit Ende April. Und in dem Fall hockt man sich natürlich gleich hin, klickt den, weil, ja, ich meine, es ist ein Film von Zach Braff, das heißt, es kommt auf jeden Fall was Qualitatives und eine Geschichte mit Tiefgang. Dann hat man Morgan Freeman, der zwar zuletzt nicht immer so die guten Rollen oder gute Rollen hatte oder sich gut verkauft hat, aber ne, ist immer noch ein Name. Und man hat Florence Pugh. Und wenn man vorher nicht wusste, dass die gute Frau schauspielern kann, spätestens nach diesem Film weiß man es, dass sie es kann. Sehe ich das richtig, Erik? Definitiv. Also ich habe eigentlich da an schauspielerischen Leistungen bei fast niemand in dem Film irgendwas auszusetzen. Hammerhart, also, ne? Das war richtig, richtig gut. Aber worum geht's in diesem Film? Es geht um Allison. Allison ist verlobt mit Nathan und die sind sehr glücklich, es ist alles toll. Wie gesagt, wollen heiraten, bilden so ein bisschen das perfekte Paar. Doch dann auf der Fahrt hin zur Auswahl des Kleids für die Hochzeit, des Brautkleids, passiert ein ziemliches Unglück, weil es gibt einen größeren Autounfall, den Allison auch wirklich mit auf ihre Kappe nehmen muss. Und dabei sterben Nathans Schwester und ihr Mann, die mit dem Auto saßen. Die hinterlassen eine Tochter und alles. Und nur Allison überlebt, schwer verletzt. Und dann driftet das Ganze ganz arg ab. Es macht dann kurz drauf einen Zeitsprung, nachdem dann die Polizei im Krankenhaus war und sie überhaupt nicht weiß, was los ist. Es wird da schon. Nach ein paar Minuten wird es schon relativ dramatisch und nach ein paar Minuten magst du allerdings die Charaktere schon. Also so ging es mir zumindest. Und sie rutscht in die Tablettenabhängigkeit hinein. Die Beziehung geht in die Brüche, weil ja, das ist alles nicht so wirklich einfach gut war und auch das, was mit Allison dann passierte, auch nicht so gut ist. Bis sie sich dann eines Tages entschließt, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Und auf wen trifft sie dort? Natürlich auf Daniel, also Morgan Freeman, den Vater von Nathan. Und der ist dort wegen seiner Alkoholkrankheit, Alkoholsucht, die er hatte, die er aber auch überstanden hat soweit. Und dann ist es die erste große Entscheidung, wie geht er mit der Situation um? Wie geht's ihr damit? Und das fand ich schon unglaublich großartig gemacht. Und es entsteht zwischen den beiden dann tatsächlich Vertrauen, neues Vertrauen oder generell mal Vertrauen, weil das war vorher auch nicht so, weil Daniel und sein Sohn Nathan hatten nicht so wirklich die beste Beziehung. Und wie sich das Ganze dann entwickelt und weiterspinnt und worauf das hinausläuft, das ist so schön erzählt, dass es so krass erzählt, dass es so also das geht einem wirklich, also mir ging es komplett an die Nieren auch, also es war von den Figuren her, die waren extrem toll und liebevoll gezeichnet und was auch Morgan Freeman jetzt mal wieder auf die Leinwand gebracht hat, fand ich mega gut und Florence Pugh einfach der Knaller. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch wieder extrem gut, wie Zach Braff das auch so regietechnisch alles
gemacht hat, wie die Story aufgebaut ist und ja, und was ich ja, ja, vielleicht auch aufmerksame Hörer werden es wissen, was ich überhaupt nicht mag, ist bei Filmen, wenn so ein ganz billiger Drehbuchtrick angewendet wird, dass zum Beispiel eine Person hat ein Geheimnis und will das nicht oder mag es jetzt, oder man weiß genau, mit einer Person ist irgendwas und dann treffen zwei Personen aufeinander, wo du genau weißt, wenn die andere Person das jetzt wüsste, dann würde es aber richtig eskalieren gerade. Und stattdessen wird aber erstmal nichts gesagt und du weißt genau, okay, dann kommt das später im Film an irgendeinem Punkt raus. Und diese Klippe wurde hier mehrfach hart umschifft, sondern es wurde immer ein Weg gefunden, wie das relativ gleich schnell angesprochen wird, das Thema. Und das führte dann nicht dazu, dass der Handlungsstrang oder der Spannungsbogen irgendwie völlig abgerissen ist, sondern der hat sich halt in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Also dieses ganz billige, eine Person hat ein Geheimnis und das wird jetzt erstmal noch nicht gesagt, sondern ja, die Personen freunden sich erstmal an und dann ja, führt das zum großen Drama. Wird hier wirklich zum Glück nicht gemacht, weil das mag ich nämlich überhaupt nicht. Das finde ich einfach zu billig. Und ja, hat mir also Spaß gemacht, das kann man bei dem Film eigentlich nicht sagen. Es hat mir Spaß gemacht, in filmischer Hinsicht den zu schauen. Ansonsten ist es ein sehr darker Film auch, hat aber natürlich auch sehr viele bittersüße Momente, aber hat halt wirklich ein paar schwere Themen drin, die aber erstaunlich leicht verarbeitet sind hier. Also das kann man wirklich richtig gut schauen und es macht Spaß und die Darsteller sind gut und ja, hätte ich nicht gedacht. So von einfach großartig erzählt. Das ist einfach eine echt dramatische Geschichte, echt großartig erzählt. Frage. Der Chris kennt mich ja ein bisschen. Chris, wenn ich den Film gucke, heule ich dann wie ein Schlosshund? Ja. Dann gucke ich ihn nicht. Kann das nicht. Ich möchte ihn so gern sehen, aber ich ertrage aktuell es nicht, so traurige Sachen anzugucken. Ich heul wie eine Bekloppte dann. Aber es ist ein gutes Heulen, es ist ein reinigendes Heulen. Ja. Ja. Ist ja auch gut, wie es so verarbeitet wird und was halt bei den Zach Braff-Filmen auch immer wieder drin ist. Du siehst halt erstmal so Personen, wo du dann erst später merkst, dass die wirklich heftige Probleme haben und was da so dahinter steckt, so dieses Oberflächliche, was ja in Amerika auch sehr häufig so einfach so gang und gäbe ist, wo jeder ist so freundlich und zack. Aber in Wirklichkeit sind da halt wirklich massive Probleme im Hintergrund und das wird halt richtig gut dargestellt immer. Und auch, wie es dann so weitergeht, wie sich es entwickelt und man darf halt nicht zu viel verraten jetzt, weil ich habe den Trailer irgendwann mal geschaut, aber der Hälfte wieder vergessen gehabt. Also für mich war das jetzt wirklich fast wie eine Sneak Preview, als ich den jetzt geschaut habe. Ich wusste eigentlich gar nicht so recht, worum es geht. Mich hat irgendwie gefühlt alles überrascht, was da passiert ist. Fand ich auch gut. Deswegen, vielleicht, wenn ihr Bock habt, den Film zu schauen, wenn euch Garden State gefallen hat, Wish You Were Here gefallen hat, dann guckt den unbedingt auch. Wie gesagt, momentan erstmal nur auf Sky. Aber vielleicht wird es den dann in ein paar Monaten dann auch irgendwo anders geben. Wenn wir davon was hören, werden wir es auf jeden Fall hier nochmal sagen. Auf jeden Fall vormerken. Ne? Auf jeden Fall anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den anzuschauen. Schaut ihn an, einer der wirklich stärkeren Filme dieses Jahr. Ja, einzig der Soundtrack hat jetzt nicht so reingehauen, wie jetzt zum Beispiel bei Garden State. Da habe ich mir sogar die CD gekauft. Bei Wish You Were Here habe ich sie, glaube ich, sowieso bekommen, weil ich da den Film mit gefundet habe. Ich auch, ja. Und da habe ich noch ein T-Shirt bekommen. Genau, aber hier, da fand ich den Soundtrack ein bisschen belanglos. Da hätte ich mir gern so, ja, irgendwie so einen richtig geilen Song gewünscht, wie bei Garden State oder so, der so ein bisschen das trägt oder so, wo du sagst, dieser Film ist... So, übrigens, wenn ich das hier so sehe, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber gefühlt hat bei dem Soundtrack, ja, zwei Songs laufen unter Allisons Songs und die hat Florence Pugh selber gesungen. Ja, die singt ja auch im Film. Deswegen auch nochmal krass. Also wirklich krass, was. Florence Pugh, da ziehe ich sämtliche Hüte davor, was die in dem Film an einen ranbringt, ist unglaublich. Ja, außer bei Midsommar. Das. Aber da fand ich sie noch die Beste in dem ganzen Zeug. Also. Ja, ja. Jo, Mensch, gehen wir da so punktemäßig?
9 von 10. 9 von 10, gebe ich auch. Ja, 9 von 10. Gebe ich auch. Okay. So, dann. Ach, da bin ich ja dran. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Ein Mann namens Ove. Habt ihr den eigentlich damals beide in der Sneak gesehen? Wart ihr beide oder? Also ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Kate, warst du da auch? Ich habe ihn nicht gesehen, nee. Nee. Mhm. Kannst ja vielleicht mal gucken, ob es den irgendwo gibt. Ansonsten, es gibt jetzt einen Mann namens Otto. Also ein Mann namens Ove ist von 2015, sehe ich hier gerade. Und das Buch war auch irgendwie sehr, sehr bekannt, war ein Bestseller, habe ich damals gehört, wo wir, glaube ich, drüber gesprochen haben. Jetzt kommt auf jeden Fall oder kam jetzt ein Mann namens Otto ins Kino mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und ich habe erst so gedacht, wo ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, das passt ja eigentlich soweit ganz gut. Und ja, im Kino lief der, glaube ich, nicht so erfolgreich bei uns, oder? Ich habe da nicht so Es war okay, aber es war jetzt nicht der Bringer. Ja, ich glaube, wir hatten den in Kinocharts hatten wir den nicht so oft vertreten gehabt, ne? Ansonsten gedreht hat den Film ein Mann namens Otto Mark Forster, der ja aus Deutschland kommt. Und Flash mich nochmal. Nee, nicht der Mark Forster. Der hat ja zum Beispiel, was hat er zum Beispiel gemacht? An Sachen, die ihr kennt, wenn Träume fliegen lernen. Monsters Ball hat er auch gemacht. World War Z. Ja. Jedenfalls, jetzt ein Mann namens Otto. Geht halt um Tom Hanks, da darf man eigentlich auch nicht zu viel sagen, wer den Film noch nicht kennt. Der ist so ein bisschen grumpy old man, würde ich mal sagen. Lebt in so einer Reihenhaussiedlung in irgendeiner US-Stadt halt, ne? Und ist halt so ungefähr ein bisschen wie Jack Nicholson bei As Good As It Gets, der halt immer an anderen rumkritisiert, immer so ein bisschen beobachtet, was andere tun und treiben und die zurechtweist. Ist halt so diese... Typischer Allmann. Würdest du so nennen? Okay. So die Straße, das ist halt keine Durchgangsstraße, da ist so eine Schranke und manchmal fahren da halt Leute trotzdem durch, die hält er dann halt an und schimpft die aus und guckt, ob alle Leute richtig parken, weil ihre Parkscheine haben und so weiter. Und wir erfahren dann halt auch aber schnell, dass er auch so ein bisschen so ein dunkleres Geheimnis hat, was auf seiner Seele liegt und ja, was halt ein bisschen dazu führt, dass er eben dieser Grumpy Old Man geworden ist. Und eines Tages ziehen dann bei ihm im Nachbarhaus so ein junges mexikanisches Pärchen ein. Die haben schon Kinder und das ist natürlich ein Riesentrubel, was die da mitbringen. Und das ist ihm alles gar nicht so recht. Aber die haben so eine absolute Herzlichkeit und Freundlichkeit und so treten sie ihm gegenüber. Die kümmern sich gar nicht drum, dass er so grumpy ist, sondern überschütten ihn halt so ein bisschen mit ihrer Freundlichkeit und da kann er halt auch nicht anders und muss ein bisschen aus sich rausgehen. Und ich will mal nicht zu viel verraten. Chris, du kennst ja den Mann namens Ove wahrscheinlich noch, kennst vielleicht so ein paar von diesen Wendungen, die es gab, aber es ist ja halt auch schon wieder 8 Jahre her. Vielleicht hast du auch einiges. 8 Jahre, echt? Ja, 2015 Gott, bis heute, ne? What the fuck? Echt jetzt? 2015 bis heute, ne? Wenn ich richtig rechne, sind das 8 Jahre. Der Mathelehrer möge mich korrigieren, wenn ich darf. Ja, alles gut, das machst du schon ganz gut, je nachdem. Also. So einfach. Im Rahmen deiner Möglichkeiten machst du das sehr gut, genau, Erik. Das ist ja schon das höchste Lob hier. Nett geschimpft, ist genug gelobt. Jedenfalls, genau. Was ich hier bei dem neuen Film, ich hatte so ein bisschen Bedenken, ist ja immer bei US-Remakes, es gibt ja ein paar schlechte Beispiele, irgendwie 3 Männer und ein Baby, schlechtes Remake von einem französischen Film und auch noch ein paar andere Sachen. Ich hatte hier so ein paar Bedenken, wie sie das so umsetzen, aber es ist richtig gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht und ich fand auch das, was den skandinavischen Film so ein bisschen sperrig gemacht hat, so schwer zugänglich gemacht hat, ist halt hier natürlich nicht mehr drin, weil das eher so unseren Sehgewohnheiten entspricht, ja, irgendwelche amerikanischen Filme und irgendwelche amerikanischen Markennamen, mit denen wir uns eher identifizieren können. Gerade wenn es umgeht, was ist besser, das oder so, und wenn halt irgendwelche, was weiß ich, was war das, schwedisch, norwegisch, das Ove, dänisch? Schwedisch, ja. Dänisch, irgendwie sowas. Jedenfalls, das war uns halt ein bisschen fremd und hier ging mir das viel näher, die ganzen Themen, die da so drin waren und lange Rede, kurzer Sinn, ich fand ihn richtig gut, ich hatte auch oft sehr feuchte Augen bei dem Film und weil das so gut gemacht ist und Tom Hanks spielt das auch so wahnsinnig gut,
ich kann den nur jedem nahelegen, jedem und jeder, die ja, Tom Hanks mögen und wirklich mal einen guten Film sehen wollen. Ist auch eine Tragikomödie. War ungefähr so fast so ein bisschen auch so bittersüß wie A Good Person, aber halt auch nicht ganz so lang wie A Good Person und vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, obwohl natürlich hier die Rückblenden, wo dann erzählt wird, warum er so ein bisschen grumpy geworden ist, sind natürlich auch sehr, sehr heftig. Aber dann hast du halt immer wieder noch diese umwerfende Freundlichkeit von seinen Mitmenschen, die da mit in dieser kleinen Siedlung leben. Und dann sind ein paar Sachen halt auch wirklich in so eine Richtung geändert, dass man es viel besser nachvollziehen kann. Ich will mal nicht alles verraten, um was es da geht. Ne? Ja, anschauen. Wo gibt's den denn? Ich habe mir den ausgeliehen, kostenpflichtig, weil ich dachte, ja, das passt jetzt gerade und ich wollte mal gucken, wie der so ist. Warte mal, ich gucke mal bei Wer streamt es. Ich habe es, glaube ich, bei Sky gab es den auch zum Ausleihen. Im Sky Store, genau. Sky Store 4,99. Prime Video. Naja, das geht ja, 4,99. Prime Video auch 4,99 in HD, ST 3,99. Also das ist ja meistens das sichere Zeichen, dass der dann später auch im normalen dann drin sein wird. Vielleicht kommt er dann demnächst sogar im normalen Sky. Also das ist ja, wenn der im Sky Store drin ist, dauert es ja meistens nur noch ein, zwei Monate, bis der dann mal im Programm läuft. Vielleicht kannst du auch bis dahin noch warten. Aber mich hat es halt mal interessiert. Ja, ich warte, bis es den frei verfügbar gibt. Genau. Vielleicht mal vormerken, denn, Achtung, ich gebe meine Wertung, ich gebe nämlich auch 9 Punkte. Und ja, weil der wirklich gut ist. Und ich mag, ist auch ein bisschen Tom Hanks Bonus bei mir. Ich mag den halt auch total. Herrlich. Und der spielt das richtig gut. Und auch, ja, auch die anderen Nebendarsteller hier dermaßen gut. Und einfach mal anschauen. Also gerade auch für, wer den Originalfilm kennt, Ein Mann namens Ove, ist ein schöne Möglichkeit, so ein bisschen zu vergleichen. Und dann geht man schon so ran, oder ich bin da so rangegangen, jetzt gucke ich mal, was der so kann. Ne? So, da kann ich doch hier kritisieren bestimmt, dass sie nicht gut umgesetzt haben. Und plötzlich kriegt er dich, der Film. Plötzlich kriegt er dich, da hat er dich, der Film. Und du denkst, der ist so gut, der ist einfach gut. Ist scheißegal, ob da jetzt irgendwas nicht so umgesetzt war wie bei Einem Mann namens Ove. Die haben es einfach besser gemacht und auch der kriegt einen dann auf einer emotionalen Ebene richtig gut. Sehr schön. Ein Mann namens Otto, Empfehlung von mir. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, was die Serie Silo kann auf Apple TV Plus, die uns die Kate gleich vorstellen wird nach dem Bumper. Serien. Silo ist eine Buchverfilmung, also beziehungsweise Serienadaption zu einer Buchreihe. Und ich, so viel vorneweg gesagt, nachdem ich die ersten 2 Folgen von Silo geguckt habe, möchte ich die Buchreihe lesen. Weil es fängt schon richtig cool an. Es geht, also das Ganze spielt in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich. So. Die Welt ist nicht mehr bewohnbar, es ist irgendwie, die Luft ist toxisch, nichts geht mehr. Und die Menschen oder eine sehr, 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 sehr große Gruppe von Menschen leben in einem unterirdischen Gebäude. Was so die neue Fallout-Serie. So ein Silo-artig ist. Es ist quasi ein riesiger Turm mit Treppen. Nennen wir es mal Vault. Aufzügen. Nee, es ist tatsächlich ein Silo. Also, okay. Also ach so, deswegen Silo. Ein riesiges Silo. Also so ein Getreidesilo, nur 30 mal, 40 mal, 50 mal größer. Also es wird so erklärt, dass wenn man in den oberen Ebenen ist und man möchte runtersteigen, dann braucht es einen Tag, bis man alle Treppen runtergestiegen ist. Ja, weil für Aufzüge oder für Liften musst du bezahlen oder du musst irgendwas tun. Das heißt, die meisten Leute laufen. So. Das Ganze ist aber nach einer sehr klaren Hierarchie. Also es gibt in den ersten 2 Folgen wird der 140. Jahrestag nach der Rebellion gespielt und gefeiert. Also die Rebellion ist aber allerdings, da haben die Leute schon im Silo gewohnt. Also das Silo wurde gebaut und dann haben da Leute gewohnt und dann haben da Menschen gewohnt und dann gab es eine Rebellion und aufgrund dieser Rebellion wurden dann alle alten Fakten und Aufzeichnungen und sie nennen es Relikte aus der Vergangenheit von der
von dem Leben auf der oberen Ebene der Erde, also auf der Oberfläche, wurden verbannt und zerstört und sind verboten. Also man darf auch keine Relikte besitzen. Und die leben halt schon seit 140 Jahren ohne ein Wissen von der Außenwelt. Also das Einzige, was sie wissen, ist, wie es auch draußen aussieht. Denn das, sie, auf der Erde, auf dem Silo ganz oben, auf der Erdoberfläche, ist eine Kamera, die das Bild von außen einfängt, damit man eben sieht, ob, wenn es wieder bewohnbar sein könnte. Ja, also wenn wieder Leben herrscht und so. Und dadurch, dass ja da nie jemand rausgeht, weil die Luft extrem toxisch ist und die auch keine richtigen Anzüge haben, wo Sauerstoff generieren oder sowas, weil das gibt es alles nicht. Das haben die alles verboten und verbrannt und zerstört. Verdreckt die Kamera, ja, also diese Kameralinse. Und so ist es dann halt so, dass wenn jemand gegen die Regeln verstößt oder sich der Justiz stellt und sagt oder nicht mehr dort leben will, dann kann er die Worte sagen, ich will raus, dann wird er rausgeschickt. Oder wenn man halt was verbrochen hat, ist die Höchststrafe Verbannung und dann müssen sie raus. Und sie haben dann immer die Wahl zu sagen, sie gehen raus, sterben einfach oder sie machen sogar noch die Linse sauber. Also man sagt dann, sie werden zum Reinigen rausgeschickt. Das ist so die Höchststrafe. Und es geht halt darum, dass ein Relikt auftaucht, das über 140 Jahre alt ist, was den Bau, es ist eine Festplatte, wo unter anderem die Bauanleitung für das Silo drauf ist und noch ein paar mehr Informationen, aber die Menge der Informationen so viel ist, dass das die Person, die dieses Relikt hat, noch gar nicht alles auswerten konnte und teilweise damit noch gar nichts anfangen kann. Und dieses Gebäude oder diese Stadt quasi, kann man schon fast sagen, hat auch einen Sheriff und dem seine Frau arbeitet in der Computeranalystik und hilft halt so bei technischen Problemen, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man die anfordern, dann kommen die, steigen auf die unteren Ebenen herab und helfen den Leuten dort bei ihren Problemen mit der Technik. Und so ist es so, dass ein Mann aus den unteren Ebenen sie anfordert als technische Unterstützung. Und sie kommt dann da runter und er hat wohl schon ganz oft technische Probleme gemeldet. Und als sie dann unten ankommt, offenbart er ihr, dass er so lange technische Hilfe angefordert hat, bis endlich sie kommt. Weil er braucht ihre Hilfe, ganz speziell ihre Hilfe. Und warum, wieso, weshalb, erklärt sich aus der Serie noch, das erzähle ich jetzt nicht. Und so finden sie halt heraus über dieses Relikt, dass anscheinend, das ist nicht bewiesen, es auf der Oberfläche der Erde, dass man da leben kann und dass man da schon verdammt lange leben könnte. Und dass die Kamera manipuliert ist und ein Bild von außen zeigt, das so gar nicht korrekt ist, und sondern verändert wird, sodass die Leute im Silo drin bleiben. Und dieser Gedanke, der macht sie wahnsinnig. Sie muss das wissen und sie hat eh schon das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass von der Führungsebene dieses ganzen Konstrukts einiges manipuliert wird. Und so dreht sie halbe durch und sagt dann die Worte, die keiner hören möchte, vor allem nicht ihr Mann, und zwar, dass sie raus will. Und sie macht mit ihm einen Deal. Sie macht mit ihm den Deal folgendes. Wenn sie rausgeht und sie findet eine Welt vor, die wunderschön ist, auf der man leben könnte, dann wird sie die Linse reinigen. Wenn sie das vorfindet, was man über die Kamera auch sieht, dass es einfach alles tot ist, dann wird sie die Kamera nicht reinigen und einfach sterben. Und dann ist die Frage, was tut sie?
War das das verrate ich natürlich nicht. Genau, war das der Cliffhanger dann in der ersten Episode oder muss man da das länger gucken? Das ist der gucken? Cliffhanger in der ersten Episode. Okay, na, da werde ich da auch mal reinschauen. Ja. Ist das so eine wöchentliche Ausstrahlung, weil die gibt es ja seit 5. Ja, also die ersten zwei Folgen waren online und dann kommt jetzt jede Woche eine neue Folge. Klingt spannend, werde ich mal reingucken. Ja. Ich mag solche Endzeitgeschichten. Genau. Wer dann zum Cast noch hinzustößt und auch dann eine größere Rolle übernimmt, ist Rebecca Ferguson. Die könnte der ein oder andere von uns kennen, also der Name wahrscheinlich nicht, das Gesicht definitiv. Die hat nämlich auch schon in Filmen mitgespielt, wie der Neuauflage von Dune. Wo hat sie noch mitgespielt? The Responder, Mission Impossible, Wenn du König wärst, Men in Black International, Dr. Sleep. Also die hat in Live hat sie eine Hauptrolle gespielt. Also die ist durchaus bekannt. Girl on the Train. Hm. Und die hat auch also nicht nur schauspielerisch da mitgewirkt, sondern auch mit Produzentin und so. Deswegen bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich fand die ersten zwei Folgen so interessant und so spannend, dass ich tatsächlich überlege, ob ich mir die Bücher hole. Okay. Ja, nee, mich hast du jetzt auch gekriegt, da werde ich mal reingucken, nachher vielleicht gleich mal. Ja, und dann werde ich es mal mit auf die Liste setzen, du weißt welche. Das klingt irgendwie ganz cool. Das werde ich dann gleich mal machen. Ja, weil du gerade Dune erwähnt hattest, die Tage ist ja jetzt der Trailer rausgekommen für den zweiten Teil von Dune oder für den Part 2 von diesem Remake. Habt ihr das mal gesehen, diesen Trailer? Flog der bei euch vorbei mal irgendwie? Nee, noch nicht. Nee. Und der flog vorbei, ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal den ersten Dune gesehen. Okay. Ach so, ja, ne, der erste Dune, den Film fand ich ja sehr schön und sehr gut. Und dann hieß es ja, der nächste Teil kommt nächstes Jahr. So. Und das war jetzt irgendwie 2-3 Jahre her oder so. Das ist, ja. Und jetzt kam plötzlich der Trailer, das ist mir eingefallen, ach ja, da war ja was. Ich wollte ja noch irgendwie den Film gucken. Und der Trailer ist ja sowas von nichtssagend. Ich habe gedacht, boah, das soll mich jetzt reizen, da nochmal so einen 2-3 Stunden Film anzuschauen. Ich weiß nicht. Okay, es ist natürlich so, wie, ich will euch jetzt mal nicht zu sehr beeinflussen, guckt den vielleicht erstmal, vielleicht findet ihr den total toll. Weil du siehst halt diese Sandwürmer dann und irgendwas. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo Alex sagt, wir wollen Drachen sehen. Und irgendwann, wenn dann Drachen kam, yay, Drachen. Und zeig uns deinen Wurm, zeig uns deinen Wurm. So ungefähr ist es hier auch, ne? Wo sind die Sandwürmer, wo sind die? Genau, jetzt, ja, wir zeigen die im Trailer, aber ich war nie so ein Fan von diesen Sandwürmern unbedingt, ne? Oder heißen die überhaupt Sandwürmer? Ich war eher so ein Fan von dieser Story an sich und von dieser Welt und sowas. Und ja, da war mir in diesem Trailer, wurde mir als Fan von diesen anderen Geschichten nichts gegeben. Deswegen bin ich da jetzt nicht auf den Hype-Train aufgesprungen und mal schauen. Dune, wie heißt das dann? Ich habe mir jetzt gerade gesehen, Erik, auf der besagten Liste steht da schon drauf, die Serie. Okay, dann müssen wir mal nach oben schubsen, dann beim nächsten Mal. Ich kann es ja dann so machen. Ja, beeinflusse das mal. Genau, dass das am 30.05. mit reinrutscht, dann, wenn du wieder dabei bist. Ach, ich habe auch noch eine Serie geschaut. Ich sehe es jetzt gerade hier im Dokument. Ich habe Sam ein Sachse geschaut. Ah. Auf Disney Plus. Warte mal, das nehme ich mal hier noch mit rein. Sam ein Sachse basiert auf einer wahren Geschichte. Und es handelt sich um Sam, heißt er eigentlich. Also nicht den aus Herr der Ringe, sondern er. Oder vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, sind ja vielleicht viele aus den alten Bundesländern hier, die hier zuhören. Es gab in der DDR sowas wie Gastarbeiter auch. Im Westen gab es ja die vielen türkischen und italienischen Gastarbeiter. Sowas gab es im Osten auch. Das waren hauptsächlich Vietnamesen und welche aus Mosambik, glaube ich. Das waren so die befreundeten sozialistischen Länder, mit denen es so einen Austausch gab in wissenschaftlich-technischer Hinsicht, dass da irgendwelche Fachkräfte mal ausgetauscht wurden. Und genau, und der Vater von Sam war eben einer, der aus Mosambik kam, also dunkle Hautfarbe. Und der hatte was mit einer Frau in Sachsen und daraus ist eben Sam entstanden. Und der Vater von ihm wurde umgebracht oder ist gestorben, ungeklärte Umstände.
Und Sam wächst dann nun so auf und wir sehen ihn dann am Anfang der ersten Folge, wie er schon groß, also so paar 20 wird er sein, wie er dann 1900, was war es, glaube ich, 88, 89 so die Drehe, in Dresden Fußball spielt in der Mannschaft und diese Fußballfans, die, ja, Zitat, wollen den Neger nicht haben und dann, er sagt aber, jetzt nimm mich doch mal rein in die Mannschaft zum Trainer hier, da ist jetzt gerade eine Eckballsituation und ich kann gut Kopfbälle und so und er will ihn nicht und dann überredet ihn doch und kaum ist er auf dem Feld, wird er von den eigenen Fans ausgebuht und beworfen und sonst was alles, obwohl er ein Tor macht und so, also ganz, ganz schlimm und ja, sie fangen ihn dann noch nachher noch ab und verprügeln ihn ganz übel, diese Fans, so als er auf dem Nachhauseweg ist. Also es ist jetzt kein großer Verein, das ist halt so ein kleiner. Und ja, er kommt dann nach Hause und wir sehen, Frau ist oder seine Freundin ist schwanger und sie ist so eine Künstlerin, arbeitet da in so ein bisschen in so einer Art, ja, weiß nicht, wo die da so Kunst machen, so mit anderen Leuten zusammen, so eher so ein bisschen alternatives Spektrum, würde ich mal sagen. Und sie engagieren sich auch sehr bei diesen ganzen Protestaktionen, die es 88 schon gab. Also wir befinden uns wirklich so in dieser Vorwendezeit, wo dieser ganze revolutionäre Spirit gewachsen ist. Und genau, und Sam ist dann eben in dieser ganzen Zeit, er findet, kann nirgendwo richtig andocken. Immer gibt es irgendwelche Doofen, die ihn da dumm machen und sonst was. Also irgendwelche scheiß Rechtsradikalen und sowas gab es halt damals auch sehr viel, die in der DDR zwar unterdrückt wurden, also diese gab es ja offiziell nicht, gab keine Nazis in der DDR, aber die waren trotzdem da. Und dann, die haben natürlich, die ganzen Nazis haben natürlich gehofft, dass diese ganze Revolution in ihre Richtung umschlägt und dass sie dann quasi das machen können, was sie machen wollen. Und Sam ist dann so, er findet, durch Zufall lernt er einen Volkspolizisten kennen, der eine relativ hohe Position hat. Und der sagt ihm, hey, komm doch zu uns, hier, du bist sportlich und so. Und er bewirbt sich dann bei so einer Eliteeinheit der Volkspolizei und schafft da auch diesen Einstellungstest, der echt hart ist bei denen. Und ja, er wird dann Volkspolizist als erster Dunkelhäutiger. Und dann ändert sich so ein bisschen auch sein Leben. Zum einen seine Freundin, die auf die Demos geht, sie steht quasi jetzt auf der anderen Seite. Und er jetzt plötzlich mit Uniform wird er jetzt nicht mehr. Also der Busfahrer macht jetzt nicht mehr die Tür bei ihm vor der Nase zu, also wenn er kommt, sondern lässt ihn halt einsteigen und lauter so eine Sachen. Also ist wirklich, ich weiß nicht, ob es für Westdeutsche interessant ist zu sehen. Ich habe da wirklich wahnsinnig viele Sachen wiedererkannt und das ist auch von der Ausstattung her absolut top. Also normalerweise, wenn ich solche Sachen sehe, die so in der Vorwendezeit spielen, wo ich auch noch sehr viele Erinnerungen dran habe, weil das wirklich eine prägende Zeit war für mich, dann denke ich, okay, also das gab es jetzt aber so nicht oder das war nicht so. Und hier habe ich ehrlich gesagt noch nichts gefunden, was nicht wirklich ganz genau in die Zeit passt und in diese, auf diese Personen passt. Und also ich bin sehr angetan von dieser Serie, wie man da vielleicht raushört. Und ist auch on location gedreht in Dresden und in ein paar anderen Städten. Es ist wirklich eine verdammt gute Serie. Ist die erste deutsche Disney Plus Produktion, Eigenproduktion. So ähnlich wie damals Dark, die erste Netflix-deutsche Produktion war. Hier aber mit einem ganz anderen Thema. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so ein schwieriges Thema annehmen, was wirklich schwer ist darzustellen, aber es wird richtig gut gemacht. Also Empfehlung von mir, ist allerdings nicht für jeden oder für jede. Aber wen das Thema interessiert, unbedingt reinschauen. Weil ich dachte erst, ist vielleicht irgendwie Comedy. Ich habe gelesen, nur der erste Schwarze, der Volkspolizist wird, so haha. Ich dachte, die haben da so eine blöde Komödie draus gemacht, ne? So, haha, haben sie wieder ein bisschen DDR verarscht und so, ja, einer wird. Aber nee, das ist wirklich eine ganz dramatische, aber auch schöne und gut erzählte Geschichte aus der Vorwendezeit. Und ich bin jetzt, glaube ich, die ersten zweieinhalb Folgen oder so, habe ich geschaut. Ja, ich weiß nicht, was da noch alles kommt, ob es noch in die Wände reingeht und aber sehr gut, Empfehlung von mir. Und sind wir schon bei den Empfehlungen, denn es gibt ein paar Musikempfehlungen von uns für euch. Music. Kate, was packst du auf unsere Kinocast Songs Spotify Playlist? Call Out My Name von The Weeknd. Okay, packe ich drauf. Chris.
Ich pack drauf Eyes Wide Shut von Illenium, Avril Lavigne und Travis Barker. Okay. Ist das aus dem Film? Nein. Nee? Okay. Nein. Ich dachte schon, warte mal, wo sind unsere Playlist jetzt hin? Ach hier, und Kinocast-Songs, okay. Okay, die ist schon drauf. Ich pack drauf aus Garden State von Travis. Love Will Come Through. Okay, alles auf die Kinocast-Songs-Playlist. Da habt ihr wieder drei neue Songs zum Hören und ihr dürft die Playlist sehr gerne abonnieren auf Spotify. Jo, dann schauen wir doch mal, was uns dann morgen in der Sneak Preview erwartet. Kleine Überraschung ist noch, ob ich gehen kann oder nicht. Mal gucken. Und ja. Verfolgt uns auf Twitter, dann kriegt ihr alles mit. Ich bin gar nicht mehr so viel auf Twitter, weil ich versuche gerade auch ein paar andere Bubbles ein bisschen auszublenden, um mich nicht runterzuziehen. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Nö, ich weiß nicht, was du meinst. Genau, deswegen gucke ich lieber auf Instagram ein paar schöne Bilder an von Leuten. Ja. Alles klar, dann schauen wir doch mal, was uns dann nächste Woche so erwartet und wir hören uns dann nächste Woche vielleicht schon am Samstag wieder. Mal gucken. Ich habe da sowas gehört, dass wir ein bisschen eher aufnehmen. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.